Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Equestrian The Game. Ich bin ein wenig eskaliert. Ihr seht es schon an meinen Credits. Ich habe nämlich kaum noch welche. 979. Gut, sammeln wir erstmal den Income vom Büro ein und dann geht's los. Und da sind wir jetzt auch schon wieder. Ich habe einiges an Geld ausgegeben. Ich habe das Silo nämlich jetzt auf das maximale Level, Level 10 erhöht. Jetzt gibt es jeden Tag jede Menge Möhrchen. Und ich bin auch ein bisschen eskaliert in Sachen Pferde kaufen. Und ich muss unbedingt die Reithalle ausbauen. Ganz einfach, damit ich Platz habe, die vielen neuen Pferde zu trainieren, die ich jetzt habe. Highcrest kennt ihr schon. Kein Thema, mit der sind wir unterwegs. Heartbreaker kennt ihr auch schon, auch kein Thema. Den schicke ich jetzt einfach in die schwereren Turniere rein, denn da kriegt er, ja, prinzipiell mehr Punkte und lässt sich ein bisschen schneller trainieren. Ihr seht es jetzt schon, er macht sich langsam, aber sicher. Es gibt mehr Geld, wenn es denn nicht so schlecht gelaufen ist, das Training. Also ich schicke ihn jetzt ins Novice rein. Das geht jetzt eigentlich schon ganz gut. Achso, der hat gerade keine Energie. Dann mache ich das nachher am Tag noch später. Dann haben wir hier Simba, einen neuen Araber, den ich gekauft habe. Den ich auch total schick fand. Und ihr seht es auch, der ist auch gar nicht so schlecht bei Springen. Jetzt auch schon auf 52. Und er ist schick. Er ist richtig schick, oder? Ups. Also den finde ich auch richtig, richtig cool. Eine neue Stute hätte ich auch gerne mal noch. Dann ist noch Foppa neu bei mir eingezogen. Das ist ein schwedisches Warmblut, eine Stute. Da will ich aber mal noch einen anderen Namen für haben. Muss ich mal noch schauen, was ich da mache. Die ist noch ziemlich untrainiert. Aber hübsch ist er, ne? Er, sag ich schon sie. Er ist hübsch. Hier mit dem High Spirit, das ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und guck mal, was der für ein Potenzial auf Springen hat. Das finde ich richtig, richtig krass. Und ein generelles Gesamtpotenzial von 704. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. So, wechseln wir mal auf die nächste Seite. Da ist nämlich auch noch ein neues Pferd dabei, wo ich auch den Namen unbedingt wechseln muss. Und zwar ein neuer Araber, ebenfalls mit Badgerface. Badgerface auf Schimmel, finde ich auch mega schick. Und guck mal, der ist auch gut beim Springen dabei. In dem Fall sie, ebenfalls hot-blooded. Und ein Gesamtpotenzial von 690, auch ganz schön schick. Können wir dann jetzt auf jeden Fall auch mal mit züchten. Ha. Aber der Name ist ja wohl richtig schlimm. Also ich würde sie vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie so auf Claire für sie. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ach, den kennt ihr glaube ich auch noch nicht. Den habe ich mir auch noch gekauft mit einem Gesamtpotenzial von 701. Auch sehr gut, was Springen angeht. Also da sind jetzt einige sehr schicke neue Pferde, die ich mir gekauft habe. Link kennt ihr ja schon. So, und deswegen muss ich auch unbedingt die Reithalle ausbauen. Einfach damit ich jetzt die Möglichkeit habe, die ganzen tollen Pferde hier ja auch zu trainieren. Und ich glaube, ich würde hier mal Simba und Claire, ich glaube, aus den beiden würde ich ganz gerne mal ein Fohlen ziehen. Und ich würde, glaube ich, auch ganz gerne ein Fohlen ziehen aus zwei meiner Warmblüter. Ich habe ja theoretisch zwei Slots frei. So, nehmen wir jetzt hier erstmal Claire. Ach, die ist noch nicht... Ah, okay. Also die Energie muss voll sein, das wusste ich noch nicht, alles klar. Dann schicke ich die im Off zusammen, das ist ja jetzt nicht so tragisch. Ihr wisst ja jetzt schon, mit wem ich züchten möchte. Sets habe ich noch nicht festgelegt weiter. Und ich denke mit... Ach, dieser schreckliche Name hier. Foppa. Also dann weiß ich nicht. Also hier bin ich echt noch so ein bisschen am Überlegen. Den werde ich, denke ich, hier... Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Oh, ich hab vergessen, welches meine Warmblutstute ist. Auf jeden Fall werde ich die auch mal noch verpaaren. Ich zeige euch das dann alles beim nächsten Mal. Jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal noch weiter reiten. So, wir können ja jetzt hier... Ach, okay, hier ist irgendwie Kyoto noch drin. Na, macht nichts. Hier scheint irgendein Bug drin zu sein. T4 können wir ja jetzt starten.
Und das hatte ich zuletzt gemacht mit Mirabelle. Die konnte das ja alles noch. Das funktionierte noch. Hoppala. Die brauchen alle Training. Wir könnten das auch weiterhin mal noch mit Mirabelle machen. Die ist jetzt zwar nicht ganz so gut von ihrer Form her, aber ich möchte sie einfach ganz gerne ein bisschen noch ja, zu Ehren kommen lassen. Ich hoffe, dass ich irgendwann, naja, genau so einen Araber zu finden, wird wohl schwer werden, Real Talk. Und sie ist einfach so unfassbar hübsch. Ich hätte gerne genauso eine Araberstute nochmal in gut. Ich könnte sie natürlich erstellen, klar, natürlich. Oh, wo muss ich denn hin? Oh, da hat sie mich aber gerettet. Toll gemacht. Fein. Aber dann dauert es halt mit dem Training auch wieder so lang. Das ist auch eine Sache, die jetzt viele von euch kritisieren. Und das ist auch eine Sache, die mich so enorm stört. In meinen Augen dauert das Training einfach zu lang. Züchten, schön und gut. Dass das da mit der Genetik noch nicht so ganz stimmt, will ich gar keinen Vorwurf machen, weil die Genetik ist unfassbar kompliziert, finde ich, schon im echten Leben. Und das zu programmieren, wow, will ich mir gar nicht vorstellen müssen, wie schwer das ist. Von daher, dass da nicht alles so funktioniert mit den Genen, wie es richtig ist, finde ich überhaupt nicht schlimm zum momentanen Zeitpunkt. Aber was ich absolut verstehen kann, muss ich wirklich so sagen, ist, dass ihr kritisiert, dass es mit dem Training zu lang dauert. Zucht finde ich auch nicht schlimm. Das kritisieren auch sehr viele. Ja, Zucht dauert halt. Da ist eine Stute normalerweise mehrere Monate aus dem Verkehr gezogen. Ist halt so. Und es ging ja von vornherein darum, dass Equestrian realistisch sein soll, so realistisch wie möglich. Und da dauert halt die Zucht. Ja, auch ein gutes Training dauert Zeit. Aber ich muss ehrlich sagen, da finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm, dass das, oder da finde ich es schlimmer, weil das ist halt spielentscheidend. Ich kann immer noch, wenn eine Stute beim Züchten drin ist, kann ich immer noch mit einem anderen Pferd an den Prüfungen teilnehmen und mit dem so lange reiten. Wenn ein Pferd aber nicht weit genug trainiert ist, dann dauert das einfach unfassbar lange, bis es irgendwann mal auf dem Level ist, dass es da starten kann. Und dann ist schon wieder was vorbei von den Events und man reitet einfach dann immer nur die gleichen drei Parcours und muss warten, dass irgendwann mal die Punkte passen. Also das finde ich auch, das dauert einfach zu lang. Ich finde, doppelt so schnelles Training wäre angemessen. So. Intermediate Qualifier, das reiten wir auch nochmal mit Mirabelle, die sich hier trotz der schlechten Form in ganz vorzüglicher Manier hier zeigt, muss ich sagen. Bislang so durchmarschiert. Wenn das hier jetzt auch klappt, das wäre natürlich toll. Dann könnten wir beim nächsten Mal dann, ja, wahrscheinlich mit den Warmblütern in T3 starten. Die ja auch größtenteils, glaube ich, schon ready für T4 sein sollten. Oder muss ich hier mal außen rum reiten? Da habe ich... Oha. Rette mich. Sie rettet mich. Oh mein Gott, du bist so ein gutes Tier. Oh. Das ist auch so ein Problem. Das haben jetzt schon viele. Haben das auch mal gezeigt, dass auf einmal der Zügel so nach vorne schnackt. Ist jetzt natürlich schade. Jetzt reicht das mit dem Parcours natürlich nicht mehr, um T3 freizuschalten. Aber vielleicht können wir das ja nochmal reiten. Vielleicht reicht ja die Energie gerade noch so. Ups, ja, das war jetzt definitiv mein Fehler. Manchmal habe ich schon mal das Gefühl, nimmst das auch nicht so richtig an. Manche haben Probleme mit dem Lenken, aber das hier gerade war definitiv my fault, my bad. Das ging völlig auf meine Kappe. Aber sie macht das so toll. Ich bin gerade echt so begeistert von ihr, dass sie mich selbst in Notsituationen so toll rettet. Richtig cool. Ja. Schade, das hätte auch direkt fehlerfrei werden können. Jetzt haben wir 22 gesammelt. Aufgrund dann von Verweigerungen und Zeitproblemen und so weiter und so fort. Aber ja, ich würde auf jeden Fall
das jetzt nochmal reiten wollen. Reicht die Energie noch? Die Energie reicht noch für ein letztes Turnier. Von daher hoffe ich jetzt, dass ich es diesmal fehlerfrei hinbekomme und wieder beim nächsten Mal direkt in T3 starten können. Und dann vielleicht auch schon Fohlen abholen können. Von den Pferden, mit denen ich jetzt eben züchten wollte. Wie gesagt, ihr wisst, welche ich jetzt in die Zucht packen möchte. Das mache ich dann ohne euch. Ihr müsst das ja nicht zwingend unbedingt sehen. Denke ich mal. Vielleicht ist es dann interessanter für euch direkt zu sehen, was dabei rumkommt. So. Bis hierhin auf jeden Fall schon mal besser. Als beim letzten Mal. Sie hat natürlich auch Go, ne? Das muss man auch so ein bisschen schon mal geregelt kriegen. Mir ist es ja lieber so ein Pferd, als ein Pferd, was vom Hindernis dann auf einmal in den Trab fällt und durchrennt. Das ist auch unrealistisch. Ja, jetzt geht so ein bisschen die Ausdauer flöten. Das ist auch unrealistisch. Das ist immer so ein mega Aufreger, finde ich, wenn das passiert. Das habe ich jetzt letztens auch noch wieder gesehen auf Facebook. Da hatte eine das genauso gepostet. Das ist dann natürlich richtig ärgerlich. So, jetzt noch ein bisschen Arbeitsgalopp. Angaloppieren, um die Ausdauer wieder herzustellen. Und das war noch ein fehlerfreier Parcours zum Abschluss. Richtig, richtig, richtig schöne Runde. Ich bin total begeistert. Mega cool. Ja, damit haben wir jetzt C3 freigeschaltet und einiges an Geld haben wir noch verdient, muss man hier sagen. Ganz klar. Wie viele Credits habe ich denn jetzt über? Weiß ich gerade gar nicht. Ich meine, ich brauche auch noch welche fürs Züchten. Wie viel habe ich jetzt? 3.399. Ja gut. Das mit dem Züchten und mit dem Trainieren, das mache ich dann im Off, weil ja, die Energie ist jetzt halt noch nicht voll und dafür eine Möhre raushauen, das ist eigentlich Quatsch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!